habe Angst, dass da irgendwas passiert. Ich habe das Gefühl, wir sind hier in dem Raum schon mal gewesen. Irgendwie, dass das der Raum ist, das letzte Kapitel von dem vom zweiten Teil. Sie sahen wie so ähnlich aus. Was ist das denn hier? Dreck. An diesem Ort wird der Schlüssel zum Nullelement geschmiedet. Das erste Teil gab ich dir bereits. Aus Sicherheitsgründen werden die restlichen vier getrennt aufbewahrt. Finde sie und bringe sie hierher. Nur dann kannst du dein Schicksal erfüllen. Der Meister. Was ist das? Ja, das sieht doch so aus, ob man hier das Ding. Nee, das geht nicht. Es macht Geräusche. Okay. Hier vielleicht noch mal gucken. Hier ist auch nichts. Ein Burger von Bella Germania habe ich bisher noch nie gegessen. Okay, was ist das? Kann hier nichts dran machen. Ich könnte vielleicht mal mit dem Oku. Nee. Und da ist auch noch was. Darf ich nicht hingehen? Alles klar, Dude. Secure Erase. Dieser Vorgang wird circa 510 Minuten dauern. Schön. Was ist denn hiermit überhaupt? Diese komische Wand. Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Oder, ne, Moment. Hier passt sie doch hin, oder? Ja. Nee, mein Göttergatte ist noch nicht zu Hause. Ein Emblem. Okay, dieses Emblem kommt wahrscheinlich an diese helle Stelle da an der Wand. Dahin. Da. Und jetzt? Also man sieht hier auf jeden Fall, das hat irgendwas miteinander zu tun, weil das hier zum Beispiel gemischt ergibt dieses Symbol hier, was so ein bisschen aussieht wie so ein Peace-Zeichen, nur ohne den Kreis. Und halt diese blaue Farbe vom Hintergrund plus halt die Form davon. Also es ist irgendwie immer so das so zusammen irgendwie. Ah, Moment. Okay. Kann das drehen?
Aber was ist das? Warum sind hier unten die zwei noch? Slytherin und Rettendor. Ja, genau, ich kann die drehen. Aber das hat für mich schon irgendwie alles so Sinn gemacht. Nee, warte mal, das muss dreieckig sein. Gibt's hier dreieckige? Warum gibt's denn hier keine dreieckigen? Weil die beiden sind dreieckig und dann hätte ich gesagt, dreieckig plus dreieckig gibt dreieckig. Eine Eule. Ich lasse das mal so. Weil wenn man das zusammenrechnet quasi, bleiben eigentlich noch die Sterne und die Eule über. Ich lasse das mal so. Ich lasse das mal so hier stehen. So. Ich habe nichts getan. Okay, wir lassen das jetzt einfach mal so. Das blaue, nee, das rote würde wegfallen. Ich glaube, das ist richtig. Das rote fällt weg, weil die beide rot haben. Ich glaube, das lasse ich so. Hallo, Never Ending Game. Guten Tag. So, und das hier? Nee. Sowas in der Richtung irgendwie. Da ist überhaupt kein Blau drin, das macht keinen Sinn. Ja, wenn dann das. Vielleicht ist das hier dann noch falsch. Gut. Also so ganz habe ich den Sinn dahinter noch nicht verstanden. Aber wir waren irgendwie auf dem richtigen Weg irgendwie so. Okay. Ich will da nicht lang gehen. Wo bin ich hier? Ich muss einen Ausgang finden. Eine Uhr, die auf 12 zeigt. Gruselige Bilder. Oh nein! Warum ist das denn so creepy? Warum sind die ganzen Köpfe weggemacht? Was ist das? Komm, wir fummeln da einfach mal dran rum. Was ist das? Kommen wir nicht hin. Was ist das? Was ist das? Ein Schalter. Der Schalter ist unbeweglich. Okay, was ist das? Okay. Ah, okay. Britzel.
Was ist das? Minus plus minus. Achso, das muss er. Ah. Minus plus. Minus plus. Minus plus. Minus plus. Und dann muss von hier aus irgendwie. Aus Versehen. Okay. Wie mich Julia auch immer schön mit Nicknamen anspricht. Ja, lass mich mal. Mix and Match, wie bei Pokémon Fusion. Fusionen. Okay. Ah, jetzt kann man das auch anmachen hier. Was auch immer das ist. Das ist eine Sinuskurve. Du hast es ja bei deinen Abenteuern schon erkannt. Das Nullelement vermag Materie quer durch die Zeit und Raum zu übertragen. Ich mag Zeuge wie du, Meil. Ich mag. Ich war Zeuge, wie du Meilen und Jahrhunderte übersprungen hast, wie Normalsterbliche eine Straße überqueren. Aber wie wäre es mit Lichtjahren? Wie wäre es mit Zeitaltern? Nee, Zeitaltern, doch. Du hast gerade erst begonnen, das Potenzial auszuschöpfen. Ich habe eine Welt erfasst, die der unseren ähnelt und ihr doch so unfassbar fern ist. Sie ist der Quell des Nullelements. Ich habe sie vermessen und sogar gesehen. Doch erreichen kann ich sie nicht. Nicht ohne. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich sage euch gleich warum. Nicht ohne deine Hilfe. Doch zunächst muss ich dich lehren, wie es geht. Und du musst zeigen, wie lernfähig du bist, der Meister. Ich habe irgendwie im Augenwinkel hier unten dieser Fingerabdruck, der sah so aus, als ob der so gepocht hat irgendwie. Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Macht die Sachen auch immer per Zufall. Ja. Schlüssel haben wir noch keinen. Schublade scheint versperrt zu sein. Tür ist verschlossen. Ja, ist okay. Ja gut, dann müssen wir hier wahrscheinlich ein bisschen dran rumspielen. Wir kommen der Sache näher.